Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Kapitel 29, Wilhelm und Caroline Herschel, der Uranus. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Wilhelm und Caroline Herschel vor und ihre Beiträge zur Astronomie, insbesondere die Entdeckung eines neuen Planeten, des Uranus. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wilhelm Herschel, der Uranus, zunächst zur Biografie. Friedrich Wilhelm, später William genannt, Herschel, hier in mittleren Lebensjahren im Bild, wurde am 15. November 1738 in Hannover geboren und starb am 25. August 1822 in Slough in Südengland mit 84 Jahren. Wilhelm Herschel war Sohn des armen Militärmusikers Isaac Herschel und seiner Gattin Anna Ilse, eine geborene Moritzen, die 6 überlebende Kinder hatten. Schon mit 14 Jahren trat er nach dem Vorbild des Vaters als Oboist und Violinspieler in die Militärmusik ein bei der Kurhannoverschen Fußgarde. Hannover war damals in Personalunion mit England verbunden. Das Regiment wurde 1756 nach England verlegt, kehrte allerdings kurz darauf im Siebenjährigen Krieg wieder nach Hannover zurück. Wilhelm Herschel verließ die Armee 1757 und ging im gleichen Jahr mit seinem Bruder Jakob Herschel, der ebenfalls Musiker war, nach London. In verschiedenen Städten arbeitete er als Musiker und Organist und gab Konzerte. 1766 wurde er schließlich in der Stadt Bath in Westengland Leiter des dortigen durchaus bekannten Orchesters. Er komponierte mehrere Sinfonien, Konzert- und Orgelwerke und spielte selbst Cello, Oboe und Orgel. Zur Biografie von Caroline Herschel. Ab 1772 lebte auch seine jüngere Schwester Caroline Herschel, 1750 bis 1848, bei Wilhelm Herschel in Bath. Sie führte ihm den Haushalt und trat bei seinen Konzerten als Sängerin auf. Sie blieb unverheiratet. Sie war ihm bei seinen astronomischen Beobachtungen nachts an den großen Fernrohren eine große Hilfe. Sie lernte vom verehrten Bruder und bildete sich autodidaktisch weiter. So konnte sie eigene astronomische Beobachtungen durchführen und entdeckte und beschrieb neben anderem 3 bisher unbekannte Nebel und 8 Kometen. Sie erhielt in England und nach dem Tod ihres Bruders wieder in Hannover höchste Anerkennung und viele Ehrungen. Dabei blieb sie immer bescheiden. Sie war bis zuletzt geistig rege und starb im Alter von 97 Jahren am 9. Januar 1848 in Hannover. Nun weiteres zur Biografie von Wilhelm Herschel. Wilhelm Herschel heiratete 1788 die Nachbarswitwe Mary Pitt, eine geborene Baldwin, 1750 bis 1832. Beide hatten den einzigen Sohn, John Frederick William Herschel, 1792 bis 1871, der selbst ein berühmter Astronom wurde und 12 Kinder hatte. John Herschel war auch ein Pionier der Fotografie. Von ihm stammen die Begriffe Fotografie sowie Positiv und Negativ. Wilhelm Herschel wandte sich mit Beginn der 1770er Jahre der Astronomie zu. Er lebte und arbeitete von 1786 bis zu seinem Tod im Jahre 1822 in der kleinen Stadt Slough in Südengland. Weltberühmt wurde er, als er 1781 den Uranus entdeckte, den ersten Planeten seit der Antike.
Wilhelm Herschel erhielt zu Lebzeiten zahlreiche Ehrungen. Er wurde zum Ritter geschlagen und in englische, deutsche und weitere europäische Wissenschaftsakademien aufgenommen. 1820 war er Gründungspräsident der Royal Astronomical Society. Das astronomische Symbol des Uranus enthält den Großbuchstaben H aus seinem Nachnamen. Ein Mondkrater, ein Marskrater und ein Asteroid sind nach ihm benannt. Das Infrarotteleskop Herschel der ESA arbeitete von 2009 bis 2013 erfolgreich. Auf der kanarischen Insel La Palma ist eine große Sternwarte nach ihm benannt, hier im Bild zu sehen. Wilhelm Herschel zu seinem Werk und seiner Wirkung. Die damaligen Fernrohre und Spiegelteleskope waren unzulänglich. Wilhelm Herschel lernte, eigene Teleskope zu bauen, welche nach anfänglichen Misserfolgen immer besser und auch größer wurden, zuletzt 1 bis 2 Meter Durchmesser. Herschel und seine Assistenten bauten und verkauften schließlich etwa 60 Teleskope. Für die Spiegel wurde damals nicht Glas verwandt, sondern Metalllegierungen. Bei Glaslinsen entstanden nämlich chromatische Aberrationen, also Farbfehler mit Unschärfen durch die verschiedenen Wellenlängen des Lichtes, was damals noch nicht beherrscht wurde. Er benutzte eine Bronzelegierung, Speculum, die besser auflöste als Glaslinsen, aber ständig beschlug und geputzt und poliert werden musste. Wilhelm und Caroline Herschel waren genaue und fleißige Sternenbeobachter. Hier im Bild eine Rekonstruktion seines größten Teleskopes, des 48-Zoll-Teleskopes, also etwa 1,20 Meter Spiegeldurchmesser, welches im Inland und Ausland bewundert wurde. Mit Hilfe seiner Schwester Caroline erstellte Wilhelm Herschel in vielen Nächten, nach dem Vorbild von Charles Messier, 1730 bis 1817, ein französischer Astronom und bekannter Kometenjäger, der 103 Nebel, also nicht punktförmige Objekte, keine Einzelsterne, erstmals 1780 in einem Katalog auflistete. Also nach diesem Vorbild erstellte Herschel einen Herschel-Katalog mit 2500 nebligen Objekten und 850 Doppelsternen. Die verschiedene Herkunft und die verschiedenen Typen dieser sogenannten Nebel konnten erst spätere Astronomen klären. Weiteres zum Werk und zur Wirkung von Wilhelm Herschel. Wilhelm Herschel führte als erster die Klassifikation der himmlischen Objekte nach der scheinbaren Helligkeit ein. Er entwickelte auch Theorien über die Entstehung der Sterne durch die Schwerkraft und begründete damit den Erkenntnisbereich der Kosmologie. Er machte wahrscheinlich, dass der Sternenhimmel nicht ewig und unabänderlich ist. Herschel führte als erster statistische Berechnungen durch und schloss aus einem Teilstück der Milchstraße, hier im Bild, dass diese eine linsenförmige Ansammlung von Sternen sein müsse. Diese Grafik gibt auch einen guten Eindruck von der mühevollen, nächtelangen Arbeit der Sternbeobachtung und der anschließenden Dokumentation durch die Geschwister. Zu weiteren Ergebnissen seiner Arbeit. Bei den Doppelsternen formulierte Wilhelm Herschel als erster die Hypothese, dass diese durch Gravitation aneinander gebunden seien. Er stellte auch jahreszeitliche Veränderungen auf dem Mars fest. Er beobachtete als erster, dass die Venus eine Atmosphäre haben müsse. Herschel vermutete, dass die Anzahl der Sonnenflecken einen Einfluss auf die Strahlung der Sonne und damit auf das Klima der Erde und die Nahrungsproduktion haben könne. Mit seinen Möglichkeiten konnte er einen Zusammenhang noch nicht beweisen. Hier im Modell ein Bild von seinem beliebtesten Spiegelteleskop. Ein kleineres Teleskop, aber schärfer in der Abbildung, mit dem auch der Uranus gefunden wurde, mit einem 6-Zoll-Spiegel. Nach Galileo Galilei erfolgte die Weiterentwicklung der Teleskope durch Isaac Newton.
Die herkömmlichen Newton-Teleskope hatten einen seitlichen Einblick auf den sogenannten Fangspiegel. Das erwies sich für die großen Spiegel von Wilhelm Herschel und Lord Rosse als ungünstig. Wilhelm Herschel erfand einen neuen seitlichen Einblick mit einem Okular. Hier in der Grafik der Strahlengang in dem Herschel-Teleskop. Wilhelm Herschel und seine Helfer bauten viele Teleskope und experimentierten mit diesen. Der Uranus wurde mit einem Spiegelteleskop von 6 Zoll, Durchmesser etwa 15 cm, entdeckt. Herschels größte Teleskope hatten 20 Zoll, etwa 50 cm Spiegeldurchmesser und 20 Fuß, etwa 6 Meter Brennweite, sowie das größte 48 Zoll, etwa 120 cm Spiegeldurchmesser und 40 Fuß, etwa 12 Meter Brennweite. Diese großen Teleskope beeindruckten zwar die Öffentlichkeit und den König und inspirierten auch Wissenschaftler, sie waren aber sehr umständlich zu bedienen. Die Abbildung war auch nicht so gut wie erwartet. Sie stieß an die technischen Möglichkeiten der Teleskopspiegel dieser Zeit. Die Sternwarte im südenglischen Slough wurde nach Wilhelm Herschels Tod von seinem Sohn John übernommen. Hier noch einmal im Bild ein kleines Modell seines größten Teleskopes im Museum Bath in England. Außerdem entdeckte Wilhelm Herschel um 1800 die Infrarotstrahlung am Ende des sichtbaren Spektrums. Er lenkte Sonnenlicht durch ein Prisma und maß hinter dem roten sichtbaren Bereich des Spektrums mit einem Thermometer, hier im Bild der Versuchsaufbau. Da die Temperatur anstieg, folgerte er dies als Wirkung einer bisher unbekannten und unsichtbaren Art von Energie, nämlich der wärmenden Infrarotstrahlung. Die Entdeckung des Planeten Uranus war sein größter Erfolg. Wilhelm Herschel wurde weltberühmt, als er in der Nacht des 13. März 1781 zusammen mit seiner Schwester auf der Suche nach Doppelsternen ein kleines Scheibchen entdeckte, das er erst als Komet und später richtig als Planet identifizierte. Mit seinen bescheidenen Teleskopen entdeckte er bereits 1797 das Ringsystem des Uranus, das danach bis 1977 angezweifelt wurde. Auch fand Herschel 1787 zwei große Uranusmonde, Titania und Oberon, sowie die großen Monde Mimas und Enceladus von Saturn. Hier im Bild eine schöne grafische Darstellung unseres Sonnensystems mit den vertrauten inneren Gesteinsplaneten links und nach dem Asteroidengürtel Jupiter, der König im System, und der schöne Ringplanet Saturn, sowie rechts davon unsere Eisriesen, eben der Uranus und ganz rechts Neptun. Die Größen stimmen maßstabsgetreu, die Entfernungen sind natürlich nicht maßstabsgetreu. Die Planeten Merkur bis Saturn waren seit dem Altertum bekannt. Uranus ist der erste Planet, der seit der Antike neu entdeckt wurde. Wilhelm Herschel benannte ihn zunächst zu Ehren seines Gönners, des englischen Königs Georg. Etwa ab 1850 wurde der Planet aber international Uranus genannt. Uranus ist die römische, Uranos die ursprüngliche, die griechische Schreibweise. Zum Ende noch einige, allerdings sehr summarische Angaben zum Planeten selber. Der Planet Uranus, hier im Bild im Vergleich zur Erde, ist ein blauer Eisriese mit der 14-fachen Erdmasse und dem 63-fachen Erdvolumen. Der innere Aufbau von Uranus: die Atmosphäre besteht aus Wasserstoff, Helium und Methan, welches ihm die blaue Färbung verleiht. Darunter folgen verflüssigte Gase und vermutlich ein sehr kleiner Gesteinskern. Diese etwas hektische Grafik zeigt die Umlaufbahn unserer Planeten. Innen flitzen die kleinen Gesteinsplaneten um die Sonne.
Dann auf der roten Breitenbahn dreht sich Uranus mit 84 Erdenjahren einmal um die Sonne und außen läuft der blaue Neptun. Die mittlere Durchschnittstemperatur dieser eisigen Welt des Uranus weit draußen gelegen beträgt minus 210 Grad Celsius. Den Planeten Uranus umkreisen mindestens 27 Monde nach dem heutigen Stand. Das ist der Herbst 2023. Zu ihnen gehören fünf große Monde. Titania und Oberon hat bereits Wilhelm Herschel entdeckt. Fast alle Monde des Uranus sind nach Personen aus Shakespeares Stücken benannt. Hier im Bild sind sechs große Uranusmonde dargestellt. Ganz links im Bild ist ein hellblauer Sektor des großen Planeten zum Vergleich angeschnitten, abgebildet. Die Größenverhältnisse und auch die Albedo, das heißt die Oberflächenhelligkeit der Monde, sind korrekt und maßstabsgetreu dargestellt, die Entfernungen natürlich nicht. Hier eine interessante Darstellung des Planeten Uranus mit mehreren Monden, mit Wolken. Er besitzt ja eine dichte und vermutlich turbulente Gasatmosphäre mit seinem Ringsystem, was lange angezweifelt wurde, mit Polarlichtern und mit der im Vergleich zu anderen Planeten auffällig stark gekippten Rotationsachse. Das heißt, die Rotationsachse ist um 100 Grad gekippt gegenüber seiner Bahnachse, vermutlich durch eine frühe Kollision im Sonnensystem. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Neugier und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich, wie Wilhelm und Caroline Herschel, wissbegierig, geduldig und kreativ gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.